Wette ist, dass die Thüringer 32 Tonnen Lebensmittel einsammeln für die Tafeln, und zwar bis zum 23. Juni. Dann ist das bundesweite Tafeltreffen und ich bin sicher, die Thüringer schaffen das. Sollte es wieder erwarten nicht gelingen, 32 Tonnen Lebensmittel zusammenzubringen, dann werde ich einen Tag zur Verfügung stellen und für die Tafel mitarbeiten, Lebensmittel einsammeln, Lebensmittel austeilen. Die Tafeln sind eine ganz wichtige Brücke zwischen Überfluss und Armut in dieser Gesellschaft, ein ganz wichtiger sozialer Ausgleich. Und ich rufe die Thüringerinnen und Thüringer auf, machen Sie mit, spenden Sie Lebensmittel für die Tafeln, das ist wirklich für einen guten und wichtigen Zweck. Viele Menschen in dieser Gesellschaft haben es nicht so gut, haben schwer zu kämpfen, jeden Tag über die Runden zu kommen. Lassen Sie uns diesen Menschen helfen, und zwar gemeinsam. Die Tafeln haben zwei Aufgaben. Die eine ist relativ einfach. Wir holen da Lebensmittel ab, die qualitativ hochwertig sind, wo sie übrig sind, und verteilen sie an die, die Lebensmittel benötigen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil sind die Tafel als Lebensmittelretter. Das heißt also, wir kämpfen natürlich gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln, gegen die Verschwendung von Lebensmitteln und für den ethischen Wert von Lebensmitteln, dass der wiedererkannt wird.